Keine Ecke. Baumgartlinger gegen Martinez. Und wow! EA Sports. It's in the game. So, meine Lieben, willkommen zurück zu FIFA 15. Das nächste Spiel steht an. Das letzte Spiel der Hinrunde. So, Portugal zieht Angebot zurück. Nicht weiter schlimm, ich will ja eh kein Nationaltrainer werden. Das letzte Spiel gegen Mainz. Hier nochmal der Blick auf die Tabelle. Ich bin aktuell nur Fünfter. 2 Punkte Rückstand hinter Schalke. Mit einem Sieg kann ich, naja, hätte, wenn und aber, ja, wäre schon schön zu gewinnen. Dann komme ich genau wie Dortmund und Schalke auf 9 Siege. Oh, Wolfsburg hat sogar noch ein Spiel weniger als ich. Ja, also die Hinrunde lief wirklich so lala. Es ist jetzt hier das letzte Spiel der Hinrunde. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, nochmal auswärts in Mainz. Und ja, es wird natürlich, wird es nicht so einfach. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen rumwechseln. Und zwar werde ich auf jeden Fall die spielen lassen, die ich eigentlich gerne abgeben möchte. Das ist zum Beispiel Dante. Ja, Rafinha ist auch Kurt. Eigentlich möchte ich Kurt auch verkaufen, aber naja. Benatia kommt auch nochmal rein für Boateng. Und ja, eigentlich Kurt auch, aber den werde ich nachher eher dann doch nochmal einwechseln. Martinez darf spielen für Lahm. So, jetzt habe ich mal meine nur Innenverteidiger in der Abwehr. Mal gucken, was das wird. So, und die Mannschaften sind bereits auf dem Spielfeld. Nach diesem richtig schönen Spiel im DFB-Pokal-Achtelfinale mit dem 4:2 über Schalke, ja, bin ich eigentlich recht guter Dinge, dass ich hier dieses Spiel nochmal für mich entscheiden kann. Wie gesagt, die Hinrunde lief holprig, außer im DFB-Pokal und in der Champions League. Ansonsten, die Liga war sehr durchwachsen, deswegen bin ich auch nicht Erster oder so. So, und es geht hier auch gleich schon wieder so los wie eigentlich jedes Ligaspiel. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich mache nichts anders. Ich muss hier aufpassen. Hühnerhaufen hinten. Liegt das an der neu formierten Abwehr? Neuer mit Problemen. Wieso nimmt er den nicht? Also Mainz macht hier in den ersten 5 Minuten Druck. Oh, gefährlich. Dante dazwischen. Ah, schon wieder. So, Schweinsteiger jetzt. Und Lewandowski vorne. Der kann ja auch mal einen Ball halten. Alonso macht mit. Versucht es zumindest. So, Schweinsteiger. Über Ballbesitz jetzt ins Spiel kommen. Natürlich nicht so. Sehr schöner Einsatz von Ribéry. Aber der Pass war dann nicht so prickelnd. Ja, Mainz ist ja immer ein starker Gegner für starke Teams. So, Müller. Aber die Mainzer stehen. Oh, ich weiß nicht, was hier anders ist an solchen, Spielen. So, und Einwurf für Bayern. Nach einer Viertelstunde bin ich ohne Torschuss. Ich war nicht mal in der Nähe des 16ers. So, Ribéry. Selbst Robben wird da drüben eng gedeckt. Ah. Ich habe gedacht, ich kann mich jetzt mal durchkombinieren. So, Götze. Schön von Schweinsteiger. Benatia und Ribéry. Jetzt vielleicht mal auf Robben, aber der startet nicht. So, ohne Alaba ist scheinbar dann doch was anderes. So, Ribéry auf Lewandowski.
Müller, Müller! Aber auch hier klappt es heute nicht so wie zuletzt gegen Schalke oder in der Champions League. Als wenn die Bundesliga schwerer wäre. So, Robben hat mal Platz. Aber der Pass kommt nicht gut. So, ich finde, so langsam ins Spiel ich glaube, ich habe das gerade zu einem völlig verkehrten Zeitpunkt gesagt. So, Alonso. Götze. Sehr schön, endlich mal. So, Robben, komm schon. Wo ist Arjen Robben heute? Der war eigentlich für Götze gedacht, nicht für Ribéry da drüben. Aber der setzt wieder gut nach. Aber ohne Erfolgsaussichten. So, und wieder Götze. Der Versuch ist aber wieder misslungen. So, so, oh, Müller wieder. Schöner Einsatz. Sehr schön von Alonso, jetzt Müller. Vielleicht mal. Endlich mal, Robben kriegt hier den Ball. Robben mit dem linken, aber direkt auf Karius. Erster Torschuss, glaube ich, hier in der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte. Also könnt ihr euch noch an das Donnerwetter gegen Schalke erinnern, wo es nach 10 Minuten 2-0 stand und hier super Einzelaktion von Okazaki. Aber so, Ribéry. So, Robben. Dem wird hier Platz gemacht. Robben! Wieder Karius. Robben versucht es hier, sein 8. Saisontor zu schießen. So, Ribéry mit dem Eckball ins Nichts. Und jetzt auch noch 1 gegen 1 hier. Okazaki gegen Benatia. Ich glaube, wäre da durchgelaufen. Nur stellen. Sehr schön, Benatia. Ah, und wieder so ein Pass, der da nicht richtig ankommt. So, Dante. Aber der Pass auf Lewandowski war einfach nicht gut genug. Ah, gibt Einwurf für Mainz. Ah, sehr schön. Robben setzt sich hier gut durch. Lewandowski, Robben kriegt den Ball zurück. Hat Meter Platz. Und auf Lewandowski. Karius ist aber dazwischen. So, jetzt kurz vor der Hälfte dann doch nochmal 2 Torschancen, beziehungsweise eine gerade. Und hier schon wieder Okazaki, jetzt gegen Dante, wird ein interessantes Duell. Halbzeit, 0:0. Immerhin liege ich nicht 1-0 zurück. Wie gesagt, oh, Wolfsburg liegt gegen Köln zurück. Das ist ja mal eine Überraschung. Wer natürlich aktuell spielen 5 oder 6 Teams hier um die Meisterschaft mit. Das ist natürlich, sind englische Verhältnisse. Ah, bisschen konsequenter da mal spielen. So, Okazaki, der macht hier wirklich Wirbel da vorne. So, 2 hat er vor sich. Ne, sind doch 4. So, der Versuch auf Alonso.
Alonso ist natürlich kein Flankenläufer, deswegen war die Idee nicht so super. Also Mainz mehr Spielanteile hier. So, sehr schön. Und Götze kriegt die nicht. Achtung. Keine Ecke. Baumgartlinger gegen Martinez. Und wow. So, Robben. Einfach mal die Linie runter. Ja, war zu... Robben nimmt Götze mit. Und Götze Robben, aber direkt auf Karius. So wird das doch heute nichts. Immerhin mal ein Abschluss in der zweiten Hälfte. Auch hier die. Ich brauche diesen Sieg eigentlich. Oh, da lässt er sich schön fallen, der Götze, der Schweinsteiger. Joho, kriegt hier Geld nach dem Einsteigen. So, was jetzt? Wird nochmal gewechselt. Und ja, ganz schlechte Flanke. Die war wirklich nicht gut. War Laguis drin für Hoffmann oder Hofmann. Noch 25 Minuten Zeit. So, schöner Einsatz von Müller, gibt noch mal Einwurf jetzt für Mainz. So. Alonso, wenn nicht er, wer denn sonst? Oh. Entweder richtig clever oder nicht so schön von... Ah, Mann, ja. Von Robben gerade, dass er den durchlässt. So, schön von Götze. Jetzt braucht er nur einen, der mitspielt. Ja, abseits von Robben. Schade, war ein Versuch. Wen kann ich von der Bank nochmal bringen? Eigentlich keinen, der mir jetzt so richtig weiterhilft. Vielleicht ein Mitchell Weiser über rechts, aber der hätte dann keinen linken Fuß. So, Alagui nochmal über links gegen Martinez. Und Neuer raus! Kriegt den Ball nicht, das kann doch wohl nicht wahr sein. 1:0 für Mainz, ich sag's ja. Die Hinrunde ist total verkorkst. Shinji Okazaki. 1:0 für Mainz. Ah. Die Hinrunde ist wie verhext bislang. Martinez. Ah, das ist aber auch, die sind eng dran. So, Robben setzt sich hier durch. So, Ribéry, geh noch mal über links, versuch's. Aber auch das ist einfach zu einfach. Einwurf Bayern. Knapp 10 Minuten plus Nachspielzeit noch. Ist natürlich die Frage. So, der Versuch auf Robben kommt natürlich nicht an über diese extreme Distanz. Nochmal ein Wurf. Wie wird Mainz jetzt spielen? Klar auf Konter, würde ich mal sagen. Ist aber ganz egal. Ich muss hier jetzt was riskieren.
So, Robben. Robben, immer noch Robben. Ah, da hatte ich eine coole Idee. Aber wäre natürlich zu schön, wenn das so einfach gegangen wäre. So, Robben, Flanke. So, Götze. Ah, verdammt, in die falsche Richtung. So, also Mainz will hier gar nicht mehr spielen. Die wollen nur noch zerstören. Und dieses Ergebnis verwalten. So, Robben. Ja, da wird jetzt gedoppelt. Und wieder nur zerstören hier die Mainzer. Letzten 2 Minuten laufen, dann kommt noch die Nachspielzeit. Oh Mann, der war doch nicht verrobben, der war doch in der... Gibt es hier keine Nachspielzeit oder was? Ausgerechnet dann, wenn ich mal zurückliege. Doch, 5 Minuten werden angezeigt. So, Robben. Robben auf Karius. Nochmal Einwurf für die Bayern. So, Dante, kann er flanken? Kopfball, nein. Und nicht mal ein Nachschuss von Götze. Und wieder das Ding rausgeprügelt da hinten von Mainz. Und Neuer nimmt das Ding auch noch in die Hand. Das war's. Ich verliere hier an Mainz. 0:1. Und wie sich das reimt. Und das ist ja unglaublich. Mann, die Leistungen schwanken zwischen Bundesliga und DFB-Pokal oder Champions League extrem. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es ist einfach nur... Wow, also hier auch nochmal eine Riesenmöglichkeit. Ja, bester Spieler immerhin, Schweinsteiger. 7,2. Wolfsburg verliert aber auch 2:0. Lasst uns mal auf die abschließende Tabelle gucken. Ist noch nicht die abschließende Tabelle hier. Oh, ich bin nur Fünfter. Und wenn Gladbach das Nachwuchsspiel mit 5:0 gewinnt, bin ich sogar nur Sechster. Also, das ist hier ganz... Eine ganz enge Kiste. Dortmund könnte sich noch ein bisschen absetzen. Und auch Wolfsburg. Naja, ansonsten, ist, wie ihr seht, es ist echt eng zusammen hier alles. Ja, ihr seht, es geht auch gleich schon los mit der Winterpause. Ich glaube, die kommt genau richtig. Ich werde mal ein bisschen transferieren, einkaufen, verkaufen und mal gucken, was ist denn hier sonst noch. Ja, Teambericht könnt ihr nochmal sehen. Das fragen auch immer viele. Zeigt doch mal Teambericht. So, Philipp Lahm, Führungsspieler. Ja, steht hier als ZDM, das stört mich so ein bisschen. So, Boateng hat sich nicht verbessert. Form von Alaba ist schlecht. Woran liegt das? Die Form ist auch nur okay bei allen. Außer bei Bassi, die ist gut. Alonso -1 und Form okay. Ja, Robben +2, einer der besten der Welt. Habe ich gut gemacht. 73 Millionen wert. So, Götze +1 hat das gewisse Etwas. Einer der besten der Welt. Ribery +2. Thomas Müller ist immer noch in 86er Form, großartig. Lewandowski immerhin gut. So, Giuseppe Reina. So, Lukas Scholl schon +2, ja, ich lasse ihn auch viel spielen. Patrick Weihrauch +2 auf der Leihliste, ich hoffe mal, den kriege ich noch verliehen. So, Mitchell Weiser, warum die Form jetzt schlecht geworden ist, ich habe keine Ahnung, da waren wir auf einem so guten Level. So, Sebastian Rode, Holger Badstuber ist auch auf der Leihliste, weil ich habe halt zu viele Innenverteidiger. Martinez, den würde ich gerne verkaufen. Dann habe ich noch Kurt, der muss eigentlich auch weg. Weil, ja, naja, verleihen vielleicht, mal gucken. Zingerle, der muss weg, der Vertrag läuft aber eh aus. Benatia, auch gerade ist gekommen, aber den will ich eigentlich auch nicht haben. Rafinha ist immer eine gute Alternative, falls ich den Lahm ins Mittelfeld stellen will. Dante, ja, ist schon 31. Und mein Ziel ist es ja eigentlich, den Kader zu verjüngen. Pizarro, schon 36 Jahre alt, Vertrag läuft aus. Jan Kirchhoff, verliehen an Schalke, 75er. Ja, wenn der wiederkommt, werde ich den wahrscheinlich auch nicht halten wollen. So, Julian Green beim HSV, 19-jähriger rechter Mittelfeldspieler. Ich habe auch schon Mitchell Weiser.
So, hier nochmal Højbjerg, plus 2, gefällt mir gut, dass der sich verbessert hat. Und genauso wie Gaudino ist ja Fellina in FK Austria. Hoffentlich spielt er da. Und dann habe ich noch Bernard, auch verliehen an Getafe, hat sich noch nicht verbessert. Und ja, also 5 verliehene Spieler, mal gucken, was da noch dazu kommt. Und so, ich werde jetzt speichern. Das war's bis zur Halbzeit. Ich bin in allen Wettbewerben noch dabei, in der Bundesliga eher so lala. Platz 5 ist nicht so bestens. Ich melde mich nach der Winterpause wieder und werde euch ein schönes Update geben, was denn so passiert ist. Bis dahin, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.